Grüne Ostverbände machen mobil gegen die grüne Spitze. Die Wahlverlierer in Thüringen und Sachsen sind der Meinung, die da oben sind faul, arrogant und dumm. Ja, okay, die Ostverbände von den Grünen in Sachsen und Thüringen haben sich doch etwas gewählter ausgedrückt. Aber ich dachte mir, ich mache aus der faseligen Grünsülze einfach mal das, was der normale Mensch versteht. Wobei laut des Artikels auf Apollo News nicht ganz so klar ist, wer überhaupt da was gesagt hat. Ja, Gesicht zeigen gegen die da oben ist wohl nicht so ganz so beliebt bei den Grünen. Na, jedenfalls. Für die Ostverbände sind die Spitzenpolitiker aus den eigenen Reihen in Berlin eine Blase, die homogen und jung ist. Immer die gleichen Leute aus der immer gleichen Welt. Ja, Vielfalt wird bei den Grünen ganz klein geschrieben, besonders wenn es um die hohen Posten geht. Ob das schon unter Vetternwirtschaft läuft? Man weiß es nicht, aber schon ziemlich viele Weiße da oben bei den Grünen. Aber naja, weiß sein ist wohl vielleicht einfach nur schlimm, wenn es um Fußball geht. Na jedenfalls soll es wohl so sein, dass die fähigen grünen Politiker, die es wohl auch gibt, in den Landesministerien festsitzen, dort gute Arbeit leisten, während die in Berlin alles in Klump fahren. So wird zum einen das Versagen im Wahlkampf der Grünen bemängelt, also der grünen Spitzenpolitiker. Denn die seien viel zu spät im Wahlkampf vor Ort aufgetaucht und haben auch nicht genügend mit der Bevölkerung interagiert, weil die Veranstaltungen immer drinnen stattfanden. Ja, wenn die Sonne scheint, dann geht der Grüne rein. Grüne haben ja bekanntlich Wetterpanik. Angst vor Sonne, Angst vor Regen, Angst vor jedem. Ja, in der normalen Sprache des normalen Menschen würde man hier einfach von purer Faulheit sprechen. Für Ricarda Lang hingegen ein großer Erfolg. Letztens verkündete sie ja bei der Beisenherz-Talkrunde ganz stolz, dass sie 2 Tage lang in Thüringen war und da ganz viele Leute aus dem ganzen Bundesgebiet getroffen hat, nur keine Thüringer. Tja, ein Tag Anreise, ein Tag Abreise, dann noch Essen. Tja, da ist nur Zeit, dem Who is Who der Grünlinge die Pfoten zu schütteln. Die Batscherchen von echten Wählern, besser nicht anfassen in Thüringen, könnte rechts sein. Nicht, dass das noch übertragbar ist. Ja, man könnte also sagen, Ricarda Lang hat alles in Bewegung gesetzt, ihr letztes Hemd gegeben für die Demokratie. Nur leider wollte sich keiner das Hemd von Ricarda Lang anzotteln. Hat dem Wähler wohl nicht so wirklich gepasst. Und warum? Da wissen die Ostverbände auch eine Antwort drauf. Denn das Auftreten der Spitzenpolitiker sei teilweise von Arroganz und Unwissenheit geprägt gewesen. Wo ich mir denke, teilweise? Sicher? Bloß teilweise? Also ich habe mir die Pressekonferenz zur letzten Klausur reingezogen. Das war ja eine völlige Katastrophe, was sie da von sich gegeben haben. Das war nicht einfach nur Unwissenheit, das war Dummheit. Und Arroganz, ja, das Wort trifft's auf jeden Fall. Aber eben nicht bloß teilweise, sondern komplett. Sozusagen Döner mit alles und viel scharf. Kurioserweise sieht aber die grüne Spitze in Berlin das ganz anders. Da glaubt man nämlich, man hat erfolgreich im Wahlkampf mobilisiert. Aber hey, wer weiß, vielleicht stimmt das ja. Es ist vielleicht gar nicht so einfach, Ricarda Lang einen ganzen Tag lang zu mobilisieren in Richtung Thüringen und dann wieder einen ganzen Tag lang zurück zu mobilisieren, aus Thüringen nach Berlin zurück. Vielleicht war das die größte deutsche Mobilisierung seit der Operation Barbarossa. Man weiß es nicht, aber in einem sind sich die da oben, also die grünen Spitzenpolitiker und die Ostverbände wohl einig, und zwar, dass die Unzufriedenheit wegen der Ampelregierung dazu geführt hat, dass die Menschen davor zurückgeschreckt sind, die Grünen zu wählen. Oder anders gesagt, schuld sind gar nicht die Grünen, sondern SPD und FDP. Dass die Grünen da mit in der Regierung sind, dafür können sie ja nichts, weil die Grünen gehören ja, weil sie ja die Demokraten überhaupt sind, quasi praktisch für jede Regierung immer dazu. Ab jetzt. Wurde ja schon mehrfach verkündet, nicht nur von Ricarda Lang, nein, auch von anderen, dass die Grünen zur Regierung gehören, weil sie wissen, wo es lang geht. Wo man sich fragt, wie kommen die Grünen denn auf die Idee? Bei der letzten Wahlumfrage bezüglich Brandenburg kam nur raus 2% weniger bei den Grünen. Man landet gerade mal auf 5%. Heißt also, wenn man den grünen Erfolgskurs, den man aktuell anpeilt, weiter fortsetzt, wird das sicherlich noch weniger. Aber okay, Ricarda Lang ist ja ganz stolz auf sich, dass dieses Bild mit dem alkoholfreien Bier viral gegangen ist,
wo sie selber das mehrfach auf ihrem Twitter-Account posten musste, von anderen Kanälen, die da einen anderen Text runtergepinselt hatten, da merkst du, dass sie gar nichts mehr merken. Also im Internet zu einem peinlichen Meme zu werden, was zig Leute immer weiter verbreiten, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, da machen wir Wählerstimmen gut. Nee, Ricarda Lang, das heißt, es geht langsam, aber sicher den Bach runter. Und da muss ich sagen, da freue ich mich, weil so wird Platz für andere Parteien. Und wer weiß, vielleicht gründen ja einige Grünen-Politiker, die was im Kopf haben, einfach eine neue Partei. Ich hätte auch schon einen schönen Namen. Und zwar ORLB. Also ohne Ricarda Lang Bündnis. Denn was bei der Wagenknecht funktioniert hat, muss doch andersrum bei den Grünen erst recht funktionieren. Ich meine, den Namen kennt jeder und man müsste einfach nur Wahlwerbung dahingehend machen, dass man sagt, keine geistigen Tiefflieger mehr wie Ricarda Lang, jetzt fangen wir hier mal richtig an. In diesem Sinne, mach ne Fliege.